Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weitwinkel. Das Thema der heutigen Sendung ist Nachhaltigkeit und alternative Landwirtschaft. Das klingt alles ein bisschen öko, ist es natürlich auch. Aber hinter dem Begriff der Nachhaltigkeit steckt viel, viel mehr. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie es damit in Theorie und Praxis aussieht und haben auch Leute besucht, die jenseits jeder Konvention alternative Landwirtschaft betreiben. Und was die Münsteraner über Nachhaltigkeit denken, das seht ihr hier. Naja, bei Nachhaltigkeit denkt man natürlich sofort an Recycling und Umweltschutz und so. Und ich denke, Nachhaltigkeit gibt es natürlich auch in verschiedenen Bereichen, in vielen Bereichen. Das kann man halt auch ganz gut im Alltag, denke ich, gut immer integrieren. Das ist eine gute Sache, das sollte man immer überlegen bei allen Dingen, die man tut. Dann eigentlich, man denkt an die Zukunft dabei. An wiederverwendbare Rohstoffe zum Beispiel. Müllsortierung. Denk an Jutebeutel, Bioprodukte und die Abholzung von Regenwäldern in Brasilien. An sich ist das schon wichtig, aber ich meine, ich sehe da mehr auch so die ganze Gesellschaft, ich meine, die muss man verändern. Dass ich halt wirklich nichts wegwerfe, Dinge wieder benutze, bis man sie halt nicht mehr verwenden kann. Möglichst wenig Plastik töten, vernünftige Sachen kaufen und nicht so viel kaufen. Zum Beispiel, dass man nicht überall, also kleine Strecken immer mit dem Auto fährt, sondern auch mal das Fahrrad nimmt. Ja, indem ich möglichst wenig Energie verbrauche. Ich finde, die sollten sich überhaupt damit auseinandersetzen, dass wir nicht überall nur in den Billigländern herstellen lassen und kaufen über versteckte Wege und was man alles so mittlerweile weiß. Und ich denke schon, dass man da sehr viel mehr Wert drauf legen sollte. Da müsste viel passieren. Zum Beispiel Fracking, da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Das ist Unsinn, da wird viel kaputt gemacht, das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Ich glaube, dass man vielleicht mit dem Verkehr noch ein bisschen mehr regeln könnte, dass zum Beispiel die Autos noch ein bisschen stärker aus den Städten raus verbannt werden. Für die Besteuerung kann man sehr viel machen eigentlich. Das wird zum Teil gemacht, aber müsste wahrscheinlich viel radikaler sein eigentlich, dass solche Sachen, die stark belasten, eben dann zum Zoll erhoben wird. Ich glaube, wir müssten dafür die Wirtschaft mehr regulieren, von der Politik aus gesehen, weil gerade viele Großkonzerne wie zum Beispiel Siemens oder Mercedes beziehen ja viele Rohstoffe aus zweifelhaften Gebieten. Genau in dem Sinne. Ich sag mal, was Münster mit dem Fahrradfahren vorgemacht hat, Jahrzehnte jetzt, das ist ein Punkt. Es geht um einen Wechsel des Bewusstseins. Aha. Wechsel des Bewusstseins. Mit modischen Begriffen wie Nachhaltigkeit um sich zu werfen, ist die eine Sache, aber sie zu verstehen, eine andere. Und damit wir verstehen, worum es überhaupt bei Nachhaltigkeit geht, versetzen wir uns alle mal in einen durchschnittlichen Hipster. Jerome ist ein Hipster. Und als Hipster braucht man neben der Polaroid-Kamera und einem Jutebeutel natürlich auch noch eine hippe Sprache. Damit Jerome aber nicht zum Durchschnittshipster oder Politiker wird, der einfach mit Begriffen um sich wirft, weil er es kann, hier eine Erklärung zum hippen Begriff Nachhaltigkeit. Es gilt, die Lebensweise dahingehend zu verändern, dass die Menschen ihre Bedürfnisse in der Gegenwart befriedigen können, ohne den nachfolgenden Generationen die Möglichkeit zu verwehren, ihre Bedürfnisse ebenfalls zu befriedigen und ihren Lebensstil frei zu wählen. Ja, genau. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft und beschreibt ein Konzept, das die Überforstung verhindern soll. Das heißt, dass dafür gesorgt wird, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie nachgeforstet werden können. Seit 1987 wurde der Begriff von der UN weiter ausgelegt. Es geht nicht mehr nur um den Schutz der Wälder, sondern um den Schutz des ganzen Planeten. Der Umwelt, des Ökosystems, des Lebensraums, der Ponys und Schmetterlinge. Zum Beispiel geht es konkret um den Verzicht auf nicht erneuerbare Rohstoffe, wie zum Beispiel fossile Brennstoffe. Außerdem sollen weniger Schadstoffe produziert und diese besser entsorgt werden. Begriffe wie Atomkraft oder Fracking lassen sich ebenfalls nicht in einem Satz mit Nachhaltigkeit sagen. Heute wird der Begriff neben dem Ökoaspekt auch auf den sozialen und politischen Bereich ausgedehnt. Hier geht es darum, Bedingungen auf der ganzen Welt zu schaffen, die eine nachhaltige Entwicklung möglich machen. Der aktuell am meisten diskutierte Punkt ist zum Beispiel der Ausgleich des Nord-Süd-Gefälles. Es soll dafür gesorgt werden, dass die Menschen in den nördlicheren Ländern durch ihr Konsumverhalten und durch ihren Lebensstandard den Menschen des Südens nicht mehr Land und Ressourcen wegnehmen. Dazu gehört auch, dass der Norden aufhört, seine Risiken outzusourcen.
Denn weil wir alle unsere billigen Klamotten und Produkte kaufen wollen, werden umwelt- und gesundheitsschädliche Industrien einfach in andere Länder gekarrt, wo die Produktion billig ist und niemand so genau hinschaut, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Ein anderer Punkt ist noch die Lebensmittelüberproduktion, an der auch der konsumgeile Norden schuld ist. Eine Maschinerie, die nach und nach den Planeten zerstört, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Ist das nachhaltig? Ich glaube kaum! Nachhaltigkeit strebt also nach einem Ausgleich zwischen wirtschaftlichem Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit und ökologischem Gleichgewicht. So, Jerome, jetzt weißt du Bescheid und kannst bei der nächsten Hipster-Party einen grünen Tee schlürfen und mit deinem Wissen hipstermäßig angeben. Nachhaltigkeit. Okay, Nachhaltigkeit kommt also aus der Forstwirtschaft und wurde danach erst ausgeweitet. Deshalb haben wir uns mit einem Forstwirtschaftsmeister getroffen und ihn bei seiner Arbeit besucht. Was seine Aufgaben sind und wie nachhaltige Entwicklung im Wald aussieht, das seht ihr in folgendem Porträt. Also mein Name ist Michael Stolz, ich bin Forstwirtschaftsmeister bei der Stadt Münster. Also zunächst habe ich Forstwirt gelernt, das mache ich schon seit 25 Jahren und dann vor circa 6 Jahren habe ich meinen Meister gemacht und bin jetzt als Forstwirtschaftsmeister bei der Stadt Münster tätig. Ja, und bin ja zuständig für die Ausbildung und für die Anleitung der Forstwirte, unterstütze den Förster bei so allen Aufgaben, die es hier so gibt. Viele können sich gar nicht vorstellen, was wir so machen hier, weil sie sich einfach viel zu wenig mit dem Beruf beschäftigen. Also wir sind grundsätzlich ein Dienstleister, gerade in so einem großen, verstreuten Gebiet wie in der Stadt Münster. Da sind wir Dienstleister am Kunden und haben am Tag viele, viele Anrufe, dass irgendwelche Bäume über irgendwelchen Gärten hängen und Bäume umgefallen sind und solche Geschichten. Damit haben wir überwiegend zu tun. Also so die Romantik mit Jagd gehört sicherlich auch dazu, also Gewehr um Rücken und so, ne? Aber grundsätzlich spielt das eine verschwindend kleine Rolle, zumindest in so Stadtrevieren. Ne? Also das, was produziert wird, wo ich hier neben stehe, das Holz produziert wird, das ist grundsätzlich die Hauptaufgabe, ne? Also dass der Wald bewirtschaftet wird. Aber im kommunalen Bereich ist ganz vielfältig. Ich bin jetzt auch noch Ausbilder und bilde aus. Das ist sicherlich eigentlich meine Hauptaufgabe. Aber ich mache auch alles andere. Ich mache Baumkontrolle, sorge für die Sicherheit an den Waldwegen und an den Straßenrändern. Und wie gesagt, ich leite auch die Forstwirte an. Und für mich ist die Aufgabe eigentlich vielfältig. Wir pflanzen viel, hier riesige Flächen hinter uns. Und Naturschutz spielt eine große Rolle. Waldschutz, Waldpflege ist in den Vordergrund gerückt. Also es ist ein riesiges Spektrum. Man muss natürlich Interesse an der Natur haben, man darf keine Angst haben vor körperlicher Arbeit. Und bei mir war es halt so, mein Vater ist Landschaftsgärtner und deswegen war die grüne Schiene grundsätzlich schon vorgegeben. Und es muss ein Traumberuf sein, wenn man Forstwirt wird und werden möchte. Es muss einfach ein Traumberuf sein, sonst braucht man das, macht man das eigentlich nicht. Das war ein praxisnaher Einblick in nachhaltige Bewirtschaftung. Und weil Nachhaltigkeit eine gesellschaftliche Bedeutung hat, gibt es an der Uni Münster auch eine Arbeitsgruppe von Soziologen, die in diesem Bereich forschen. Fabian aus unserer Redaktion hat die mal besucht und zu diesem Thema interviewt. Moin, ich bin Fabian Lickes. Ich treffe mich heute mit Professor Matthias Grundmann, Benjamin Görgen und Jessica Hoffmann und wir sprechen über Nachhaltigkeit. Könnt ihr euch vielleicht erstmal kurz vorstellen, was macht ihr überhaupt in eurer Arbeitsgruppe? Ja, also ich habe mit dem Kollegen Dieter Hoffmeister vor 2 Jahren diese Arbeitsgruppe, diesen Arbeitskreis gegründet. Und wir wollten unsere Forschung zusammenlegen. Herr Hoffmeister arbeitet am Bereich Umweltsoziologie und Regionalentwicklung und mein Schwerpunkt ist Gemeinschafts- und Sozialisationsforschung. Und wir wollen im Grunde genommen die Potenziale im Institut zu diesem Thema
zusammentragen. Im Wesentlichen auch Fragen danach, also wie kann dann nachhaltiges Leben in Gemeinschaften, also auch vor allen Dingen in Regionen gelebt werden? Welche gesellschaftlichen Hürden gibt es und welche Möglichkeiten der Gestaltung insgesamt? Welche Projekte werden denn hier beispielsweise in Münster von der Gruppe wissenschaftlich begleitet oder betreut? Also wir setzen uns natürlich sehr intensiv mit verschiedenen wissenschaftlichen Fragen der Nachhaltigkeitsforschung auseinander. Gleichzeitig begleiten wir aktuell den Prozess zum Tag der Nachhaltigkeit, den es in Münster gegeben hat, vorletzte Woche. Wir haben uns dann begleitend daran beteiligt und gleichzeitig auch das Ganze beforscht und geschaut, welche Prozesse laufen da ab, wie kann man sowas unterstützen und Ähnliches. Wie ist jetzt der aktuelle Stand der Debatte? Also es gab zu Beginn der 90er Jahren gab es große Fortschritte mit dem Rio-Prozess. Seitdem muss man sagen, international ist der Prozess etwas ins Stocken geraten. Gleichzeitig hat sich aber seitdem auf lokaler Ebene sehr viel getan. Es finden sich mittlerweile auf allen gesellschaftlichen Ebenen Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und dazu arbeiten. Und gerade auf im lokalen Bereich, im regionalen Bereich passiert sehr, sehr viel. Von zivilgesellschaftlichen Gruppen, aber auch von Politik und Unternehmen, die an diesem Thema arbeiten, sich damit auseinandersetzen, wie eine nachhaltige Entwicklung gestaltet werden kann. Ob das Tauschprojekte sind oder ob das also Initiativen zur Umwelt, zum Umweltschutz sind oder was auch immer. Da gibt es einfach Menschen, die tatsächlich ihr Handeln sozusagen verändern. Und jenseits von politischen Gremien, die das angestoßen haben, also das einfach in die Hand nehmen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Menschen zurück in den Bezug zu ihren Produkten, zu den Menschen zu bringen und das Ganze in der regionalen Vernetzung zu halten, um genau diese Punkte der Nachhaltigkeit verwirklichen zu können. Was denken Sie denn vielleicht zu den Strukturen, den politischen Strukturen? Was könnte man da vielleicht auch auf lokaler Ebene ändern? Was könnte da überhaupt angepasst werden, damit auch Anreize eben geschaffen werden können, nachhaltiger zu handeln? Durch Anerkennung und natürlich das Gefühl, eben mit anderen zusammen was bewirken zu können. Und das bedeutet eben auch tatsächlich, dass die politischen Strukturen, auch die wirtschaftlichen Strukturen den Menschen nicht im Wege stehen, sondern sie ermutigen, das zu tun. Und letztendlich ist es einfach das Bedürfnis, auch gemeinsam mit anderen was zu bewegen, und das reicht schon. Also ich glaube, was ganz zentral dabei ist, ist, dass quasi die Politik die einzelnen Bürgerinnen und Bürger unterstützt, die sich damit auseinandersetzen, dass zivilgesellschaftliche Prozesse unterstützt werden, gefördert, dass auch Reallabore nennen wir das dann in der Wissenschaft, quasi also etwa gemeinschaftliche Wohnprojekte oder Ähnliches, die nachhaltige Lebensformen erproben, dass diese unterstützt werden von der Politik. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Genau, es gibt sozusagen die Initiative, die sich ab nächsten Monat wieder jeden Monat trifft. Es gibt die Karte der Nachhaltigkeit, die entstanden ist, wo sehr viele Projekte einfach sich verorten können. Hier gibt es eine Giftbox, da findet eine Initiative statt, die belebt natürlich von der Beteiligung der Bürger. Des Weiteren gibt es die Agenda 21 und die Eine Weltforen. Und dann gibt es an der Uni und in der Zivilgesellschaft verortete kleinere Projekte, die sich immer mit konkreten Sachen auseinandersetzen. Was gibt es denn in Münster jetzt bei der praktischen Umsetzung vielleicht auch in den zivilgesellschaftlichen Gruppen für Probleme, mit denen Sie dann eventuell konfrontiert werden, wo Sie dann eben auch wissenschaftlich unterstützen können? Also ganz konkret gibt es ja diese Initiative um den Tag der Nachhaltigkeit, die es geschafft hat, eine eigene Infrastruktur aufzubauen, die dann sozusagen in Rückspiegelung mit uns und in Begleitung mit uns es geschafft hat, Probleme, die auftraten, die vor allem in Bezug auf eine sehr Formalisierung lagen, wieder zurückzukoppeln und jetzt in ein sehr gutes Bündnis übergegangen ist. Welche Vorteile ergeben sich denn aus diesen Gruppen, dieser Gemeinschaftsbildung und eben aus diesen Initiativen vielleicht auch für die Stadt oder die Region, also auch für die gesamte Gesellschaft hier im Bereich? Ich glaube, die Region kann sehr viel davon gewinnen, weil einerseits denke ich, dass viele Prozesse einfach notwendig sind, auch für zukünftige Entwicklungen. Gleichzeitig stärkt es natürlich die Attraktivität in vielen Bereichen, die es zu erhöhen gilt, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Das heißt also, die Widerstandsfähigkeit einzelner Regionen in Bezug auf externe Schocks, könnte man sagen. Also dann geht es halt darum, dass man möglichst großen Teil seines Energiebedarfs selbst herstellt, seine landwirtschaftlichen Produkte selbst herstellt. Und da kann natürlich die Region sehr von profitieren. Vielen Dank, danke schön. Läuft in der Soziologie, würde ich sagen. Und wie alternative Landwirtschaft genau funktioniert und aussieht, wollte Fabian auch einmal wissen und hat sich dabei ein bisschen die Hände schmutzig gemacht. Musik.
Leute, ich bin in Altenberge auf dem Hof Entrup. Hier wird solidarische Landwirtschaft betrieben. Ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet und deswegen schaue ich mich doch erstmal um. Ja, ich habe mich hier mit dem Alex getroffen. Hi Alex. Hallo. Alex arbeitet hier, ist hier angestellt. Für die Leute, die jetzt mit dem Konzept solidarische Landwirtschaft erstmal nichts anfangen können, wie kann man sich das vorstellen? Solidarische Landwirtschaft, was wir hier betreiben seit 2007, bedeutet, dass Leute sich für ein Jahr verpflichten, den Hof zu unterstützen und die bekommen alles, was wir erzeugen, tragen aber auch die Risiken. Risiken, also Wetter, Kapriolen, was es so gibt. Okay, wie ist das denn? Die Leute, die jetzt hier nicht fest angestellt sind und auch jetzt nicht Gärtner oder Landwirte sind, die kommen aber auch zum Arbeiten und können hier auch ganz normal mitarbeiten? Ja, das Gute an der Landwirtschaft ist, man muss kein Profi sein, also man kann relativ schnell sich anlernen lassen und bestimmte Dinge erledigen, was uns auch hilft, weil wir relativ viel mit Handarbeit machen. Eingerichtet ist ein Mitmachtag, das ist der erste Samstag im Monat. Heute jetzt, Anfang Juli, ist die Frühkartoffelernte dran. Und was wir heute auch machen, ist, dass wir Johannisbeeren ernten und Kirschen. Also Sachen, wo einfach viel Handarbeit anfällt, die wir vom Hofteam gar nicht unbedingt so schaffen oder was sonst viel länger dauern würde. Ah, okay. Und wo halt auch die, ich sag mal in Anführungszeichen, die gewöhnlichen Leute sich auch einbringen können, ohne jetzt großes Wissen mitbringen zu müssen. Genau. Okay, ja, dann können wir uns das doch mal angucken. Gehen wir doch einfach mal dahin, wo die Leute Kirschen pflücken und Johannisbeeren. Mhm. Schauen wir mal, was da los ist. Wir sind jetzt hier an der Streuobstwiese bei den Johannisbeeren. Hier können wir auch erstmal so ein paar Beeren pflücken. Hier wird gearbeitet, wie man sieht. Im Hintergrund sind auch Leute, die hier schon fleißig die Beeren pflücken. Jetzt, wenn man sich so die Produkte anguckt, was ist denn das Besondere? Arbeitet ihr auch nach biologischen Standards? Genau, also die Erzeugung ist biokontrolliert, weil wir ja auch auf dem normalen Markt sind und im Hofladen verkaufen. Das heißt, wir müssen uns zertifizieren lassen. Wir sind ein ganz normaler Biohof. Bio bedeutet ja Pestizide erstmal gar nicht. Und Düngung kommt immer aus dem Betriebskreislauf. Das heißt, dafür haben wir unter anderem die Milchschafe, die erzeugen den Mist, der kompostiert wird und dann die Gemüsekulturen düngt. Also die Schafe, das hat dann einen doppelten Vorteil. Erstens haben wir die Milch und die schöne Wolle und das Fleisch und dann haben wir noch den Dünger. Genau, okay, das vierfach. Das heißt, ihr bildet hier einen Wirtschaftskreislauf quasi, so einen kleinen? Ja, wir streben das an, genau. Ihr arbeitet ja hier sehr regional, also ihr habt relativ geringe Transportwege, so wie ich das verstanden habe. Ist das denn auch für die Region vielleicht von Vorteil? Ja, zweifellos ist es so. Es geht ja darum, dass die Leute einen Bezug zum Hof entwickeln und das geht nicht über weite Entfernungen, also wenn die nie auf dem Hof sind. Und die Beeren, die wir jetzt hier pflücken, die werden dann auch direkt an die Leute verteilt, die hier quasi zur Genossenschaft gehören? Also die Leute, die jetzt pflücken, die behalten einen Teil für sich und da das aber eine solidarische Gemeinschaft ist, geben ja auch einen Teil an die Leute, die heute nicht kommen konnten, aus diesen oder jenen Gründen. Ah, okay. Genau. Das heißt, die werden auch mal mit berücksichtigt. Ja, wir versuchen es, genau. Wir hier die Kartoffeln, macht ihr das immer von Hand? Was wir immer von Hand machen, sind die ersten beiden Reihen, weil unsere Fläche begrenzt ist. Die Technik, die schleudert es halt raus und legt es irgendwo hin, wo man es dann aufsammeln kann. Und hier wäre überhaupt kein Platz, da ist schon hinter uns direkt ist die Zucchini-Reihe, da könnten wir gar nicht hinschleudern jetzt. Okay. Genau, spätestens ab der vierten Reihe, denke ich, fangen wir dann an mit rausschleudern, mit so einem Schleuderroder, den unsere Arbeitspferde ziehen, die sehr viel auf dem Gemüseacker arbeiten. Genau, und da ist es dann immer so, dass man hinterherlaufen muss und aufsammeln. Und hier jetzt im Moment machen wir es so, dass die Leute mit Spaten
den Boden lockern, man die Pflanzen rauszieht und dann absammelt. Was man hier sieht auf diesen Plänen, vor denen wir stehen, sieht man so ein bisschen die Fruchtfolge. Also im Bioanbau ist es besonders wichtig, natürlich auch im konventionellen, aber eine konventionelle Fruchtfolge, die hat irgendwie zwei Fruchtfolgeglieder und es gibt auch Felder, wo jedes Jahr Mais wächst, das heißt, da ist keine Fruchtfolge gegeben. Bei uns ist jetzt die Gemüsefruchtfolge, die ist auf 11 Jahre angelegt. Das heißt, wenn dieses Jahr auf dem Acker der Winterkohl steht, also was man so kennt, Grünkohl, Rosenkohl, Wirsing, dann steht er erst im 12. Jahr, das heißt 2027 steht er erst wieder an dieser Stelle. Das heißt, so sorgen wir einfach dafür, dass der Schädlingsdruck gering bleibt, dass die Nährstoffversorgung stimmt. So, jetzt stehen wir hier bei den Schafen. Was ist denn das Besondere bei euch, bei eurer Schafzucht? Was unterscheidet euch vielleicht von konventionellen Betrieben? Ja, erstmal grundsätzlich, dass wir überhaupt Schafe melken. Das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Dass die Weidegang haben, das ganze Sommerhalbjahr oder eigentlich auch länger, 8 Monate ungefähr im Jahr sind die auf der Weide, kommen 2-mal täglich rein zum Melken. Ja, da ist so gut wie keine anderen Milchschafbetriebe gibt es da auch keine Bündelung, also es gibt keine Molkereien, die Milch abholen und verarbeiten. Das heißt, das machen wir selber. Es passt natürlich auch zum Betriebskonzept dazu, dass es dann direkt vom Hof kommt. Und wir haben ein bisschen mehr Wertschöpfung auf dem Hof, dadurch, dass wir halt nicht nur die Erzeugung, sondern auch die Verarbeitung haben. Die Milch wird verarbeitet zu diversen, also Schnittkäse machen wir, Weichkäsesorten, also Hirtenkäse, Feta kennt ja jeder, aber aus Schafmilch kann man eigentlich so gut wie jeden anderen Käse auch machen. So, das war's vom Mitmachtag auf dem Hof Entrup in Altenberge. Ich habe viel von dir gelernt, Alex. Vielen Dank dafür. Jetzt weiß ich endlich, was solidarische Landwirtschaft überhaupt bedeutet. Ich hoffe, auch die Zuschauer ein bisschen was mitnehmen können. Ja, und wer mitmachen will, kann sich gerne natürlich auf der Seite umschauen oder einfach hier vorbeikommen und selber erleben, was es heißt, solidarisch zu landwirtschaften. Vielen Dank. Gerne. Mach's gut. Ich weiß ja nicht, wie es euch ergeht, aber nachdem ich diese Sendung moderiert habe, weiß ich einiges über Nachhaltigkeit und bei der nächsten Debatte wird es nicht nur ein neumodisches Wort sein, das ich einfach durch die Gegend schreie. Mir hat's gefallen, ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe natürlich, hat's auch euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, zu der nächsten Ausgabe von Weitwinkel.